glaube aber, wir sind schon live. Das ist immer, wenn wir hier schon live sind, dann sind wir da auch. Okay. Ja, schönen guten Abend. Guten Abend. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, heute sprechen wir über klimastabile Baumarten. Klimastabile Mischwälder. Braucht man das? Kann das weg? Oder wenn ja, wie geht das? Schauen wir mal alles durch. Erstmal macht es euch gemütlich. Stimmt. Kaffee, ich habe Prost. noch keinen. Ich habe fast schon ausgetrunken, habe ich gerade gemerkt, aber egal, ich bleibe jetzt hier. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wer am Freitag schon dabei war. Wir haben ja dieses Mal, wir müssen uns ja, wir haben es ja schon mal gesagt, wir müssen uns immer so ein bisschen um den Terminkalender rumhangeln. Und ja, dieses Mal ist es so, dass wir sehr kurzen Abstand haben. Die nächste Folge wird jetzt mit einer Oh. kleinen Sommerpause sein. Ich glaube, jetzt in 2 Wochen. Ich glaube, was war Oder das? drei Wochen. 22. August, ich gucke mal gerade nach, dann haben wir es direkt erledigt. Hoppeldippeldoppel. Ich glaube ja. Meine. Warte mal, sei jetzt nichts Verkehrtes? Nein. Ich glaube. Aber das, wir klären das. Das klären wir ab. Sagen nicht rechtzeitig Ja, Bescheid. sage ich Irgend gleich. Ich sowas. hab's. Ne? Nee, ist der 29. August. So, ich hab's 29. hier. August, so. 29. August. Also, das ist eine kleine Sommerpause. Wir sind dann zwar hier, aber weil so viele andere auch Sommerferien haben, müssen wir da ein paar Sachen mitmachen. Aber wie auch immer. Okay, wir starten. Genau, wir gehen direkt rein. Womit fangen wir an? Ich würde sagen, mit einem schönen Kahlschlag. Nicht, weil wir heute problematisieren wollen. Also wir werden schon auch Fehlentwicklungen aufzeigen, aber uns geht es heute vor allem um Lösungen. Und schauen erstmal, wo starten wir im Worst Case und wo wollen wir eigentlich hin? Genau, wir nehmen jetzt Oder? hier mal ein Video, das haben wir sogar selber aufgenommen. Ich gebe euch jetzt mal den Bildschirm frei. Ich muss das hier einmal kurz auf Vollbild machen. So, und dann gehen wir hier rein. Ah, Und das die kriegen wir Aufnahme hin. ist, das kann ich schon mal so ein bisschen was dazu erzählen, aus dem schönen Sauerland, richtig? Die ist aus dem Sauerland, ja. Relativ aktuell, ich glaube, war sie letztes oder vorletztes Jahr, aber mittlerweile sieht das Sauerland ja gefühlt zum größten Teil so aus. Ganz so schlimm ist es nicht, aber doch auf sehr großen Flächen. Aber ihr könnt stattdessen auch Thüringer Wald, Harz, Bayerischer Wald, Franken, sonst irgendwas nehmen, ist eigentlich völlig wurscht. Die Bilder gleichen sich, die wir gleich sehen. So, So, sind wir ich da? mache Sind wir schon mal das soweit? erste Frame hier an, damit es nicht ganz so langweilig wird. Und Und los jetzt geht's. geht's los. Guten Abend euch auch hier in die Lausitz. Aber jetzt starten wir mit dem Video. Ihr hört, glaube ich, sogar noch einen Ton. Den hören wir gar nicht. Ja, das ist der Möhnesee im Sauerland. Ist allerdings schon ein bisschen älter, die Aufnahme. Kann sein, dass es da jetzt schon noch anders aussieht. Aber man sieht übrigens auch hier in dem Bereich, da wurde ja flächig befahren und gemulcht. Übrigens, das mal ganz kurz die eigenen Videos kommentieren. Ja, das ist sehr schön. Da sieht man es nochmal. Vollflächige Befahrung ist nach allen Regularien sämtlicher Landesforstverwaltung nicht zulässig. Ist nicht zulässig nach PEFC, ist nicht zulässig nach FSC. Also diese ganzen Siegel, die da sind. Also das könnte man alles, es Wobei ich spielt. glaube, beim PEFC steht drin, man soll es vermeiden. Also ich glaube, das ist eine. Ah, okay, so eine Wachsweiche. Okay, Ja. also PEFC, okay, geht. FSC geht gar nicht. Und das kann man sehr leicht kontrollieren, entweder mit einer Drohne oder mit Satellit oder wie auch immer. Also das da darf es eigentlich gar nie nicht mehr geben. Es gibt ja auch Bodenschutzgesetze und so weiter. Also das, aber wir wollten ja das Worst-Case-Szenario zeigen und wie wir da rauskommen. Ne? Jetzt gerade Genau. hier Hiltrud sagt Grüß aus dem Sauerland. Okay, vielleicht bist du sogar mit drauf, Hiltrud. Wir gucken mal. Ich meine, kurze Frage, vielleicht magst du auch erklären, warum man das überhaupt macht. Also warum, was bringt überhaupt so eine flächige Befahrung? In dem Fall ist es ja noch gemulcht. Ich meine, hier ist ja wirklich gar nichts mehr an Biomasse. Hier stehen ja keine Baumstümpfe mehr auf dieser Fläche. Ich zeige das hier gerade mit dem Finger. Ich zeige es mal besser mit dem Mauszeiger. Ja, Hier. genau, steht nichts mehr drauf. Also das ist so ähnlich wie auf dem Acker, da lässt sich auch besser säen, pflanzen, tralala, wenn alles schön klein geschreddert, weggeräumt ist. Für den Wald ist das wirklich das Endstadium. Also Oberboden zerstört, Biomasse entfernt,
Teilweise wird da sogar gepflügt. Also wir nochmal, wir wollen heute keine Kritiksendung machen, sondern einfach Worst-Case-Szenario, der Wald muss umgebaut werden, klimaresilient werden. Diese Flächen heizen sich im Sommer auf Temperaturen zwischen 60 und 70 Grad auf. Wir haben übrigens neulich eine Kritik gekriegt, aber das ist ja in der Sonne gemessen. Was ist denn die Temperatur im Schatten? Kann man nur sagen, da ist kein Schatten. Wo kein Schatten ist, muss ich in der Sonne messen. Und wenn ich Spiegeleier brate zum Beispiel, interessiert mich nicht die Temperatur im Schatten, sondern die Temperatur auf dem Herd. Und hier dieser Herd wird halt so heiß, dass man wirklich fast Eier backen kann. Und deswegen schlagen diese Neuplantagen auch häufig fehl. Also das ist wirklich Worst-Case-Szenario, aber wir wollen ja gucken, wie kriegt man daraus klimastabile Wälder. Aber nochmal, erstmal wird das Mikroklima auf dieser Fläche in den allerschlechtestmöglichen Zustand versetzt und dann überlegt man, wie macht man den wieder stabil. Ne? Ja, das, was man hier sieht, sieht übrigens für mich so ein bisschen aus, ohne das jetzt abschließend wirklich zu wissen, müssen wir nochmal verifizieren, aber es sieht aus, als wäre das so ein Kyrill-Rest gewesen, der schon während Kyrill umgeworfen wurde oder auch hier oben in dem Bereich. Kann gut sein, ja. Der sich da schon natürlich... Das ist übrigens, ich muss leider wieder unterbrechen, aber das ist auch tatsächlich ein Thema, was ich gerne mal wissenschaftlich näher beleuchten wollen würde, müsste man noch machen. Und zwar ist es ja so, man hört häufig, nach Fichte kommt nur Fichte und deswegen muss dann wieder aufgeforstet werden mit Baumarten, die man dann gerne da hätte. Und gerade im Sauerland ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel auf den Kyrillflächen, wo nichts passiert ist. Da stehen jetzt wieder Hainbuchen, Buchen, Vogelbeeren, Birken, Pappeln, also alles Mögliche. Und die Flächen, die aufgeforstet wurde, da steht sehr häufig Douglasie, Fichte und wieder anderer Quatsch. Und da finde ich es mal spannend, das kann man ja ganz relativ leicht über Satellitendaten herausfinden, wo jetzt mehr Nadelholz steht auf den Flächen oder Nadelbäume stehen auf den Flächen, die wieder aktiv aufgeforstet wurden oder die Flächen, die sich selbst überlassen wurden. Das wäre mal super spannend. Ja, und wieder, es fällt halt schwer, hier nicht irgendwas sarkastisch zu verfallen, aber das da ist halt Wald, ne? In Deutschland, in Brasilien ist sowas natürlich auch ganz schön. Wir haben sogar, haben wir nicht auch ein schönes Bild? Genau, wir haben auch ein schönes Bild. Ja, ein schönes Bild. So, also das ist das, wo kommen wir her? So sehen ja mittlerweile Tausende von Quadratkilometern in Deutschland aus und es werden auch noch Tausende dazukommen. Ah, okay, das Video. Dazu muss ich Folgendes vielleicht, ah ne, das kann man eigentlich für sich selber sprechen lassen und dann erkläre ich was, ne? Ja, es läuft. Hört man den Ton? Sekunden. Ach so, ah, okay, ah, den habe ich gerade ausgemacht. Ich wusste nicht, ob der... Ja. Ganz einfach, indem man Buchen unter die Fichten pflanzt und die dann schon mal im Halbschatten der Fichten aufwachsen können. In diesem Fall hier ist das schon vor 20 Jahren passiert. Okay, da erkläre ich das auch nochmal. Ich sage es aber auch nochmal ja, mit eigenen Worten. Also, was ist da passiert? Da geht es drum um Waldumbau von bestehenden Fichtenplantagen. Das macht man, das weiß man übrigens schon seit 30 Jahren, dass die Fichte hier verschwinden wird. Also ist nichts Neues. Ne? Also, huch, Hilfe. Nein, ist nichts Neues. Und wer wollte, konnte das schon in den 90er Jahren in Anführungszeichen umbauen. Also ich würde sowas heute vielleicht ein bisschen anders machen. Das ist übrigens mein altes Revier. Dort war der Waldumbau, also Wald kann man ja nicht umbauen, aber sagen wir mal die Laubbaumanreicherung schon im Jahr 2002, glaube ich, abgeschlossen, so ungefähr. Also vor über 20 Jahren hätten alle Waldbesitzenden, die wollen, Städte, Gemeinden, privat und so weiter, fertig sein können. Das wurde nämlich damals zu 100% bezahlt. Und wir haben es ja gezeigt, es ging. Also alle Fichten, Douglasien, sonst was Bestände sahen dann so aus und haben heute 5 bis 10 Meter hohen Laubbaumbewuchs aus heimischen Baumarten. Und jetzt sterben die Fichten ab und unten drunter steht Laubwald. Das, also der Waldumbau, der ja so lange braucht und so langsam geht und man kann ja nicht und so weiter. Also wer ein bisschen aufgepasst hat, konnte sich das damals komplett finanzieren lassen und wäre jetzt schon seit 20 Jahren fertig. Würde nicht erst anfangen, sondern wäre fertig. Wir haben ja eben die Flächen in Sauerland gesehen, das ist ja gar nichts. Also das dürfte hier, wenn man mag, nicht passieren. Das ist also dieses Filmchen. Ne? Und Förderprogramme gibt es ja auch schon. Also gibt es nicht, also die haben wir jetzt nicht vor 20 Jahren, also die haben nicht 2002 oder 2003, wann auch immer das war, ja. Als das bei dir abgeschlossen war, aufgehört, sondern die gibt es seitdem fortlaufend. Also es gibt auch aktuell Förderprogramme zum Waldumbau in verschiedenen Bundesländern.
Da muss man einfach mal bei den Landesforstbetrieben auf die Homepage gucken. Da findet man die aktuellen Förderprogramme. Ja. Das heißt, da ist auf jeden Fall ausreichend Geld im Umlauf gewesen, wenn man das hätte machen wollen. Was würdest du sagen? Haben wir denn ein Zielbild, wo wir eigentlich hinwollen mit klimastabilen Wäldern? Also wir haben ein Zielbild, aber die Frage ist, haben wir so ein PC? Was meinst du mit Zielbild? Also Urwaldprojekt zum Beispiel, sowas? Achso, ja, kann ich... wir gucken uns einfach mal, wir können ja mal... Sagen wir so, das ist ja, wenn man umbaut... Ja. Ah, denn hier so ein Trailer, sowas in der Art. Ich guck mal, ob wir... Ja, guck mal gerade nach. Ich sage in der Zeit mal, worum es geht. Wenn man etwas baut, also ein Haus zum Beispiel, dann sollte man ja wissen, wie soll es aussehen. Ne? Und so ist es beim Waldumbau auch. Da sollte man ja wissen, wie soll es hinterher aussehen. Und dazu guckt man sich am besten einen klimastabilen Wald an. Ah, den haben wir hier auch. Ganz wunderbar. Ja, ist eigentlich fast wurscht, wo du da einsteigst im Video, oder? Ja, dann haben wir hier. Teilen wir gleich mal. Warte, das ist nicht ganz am Rutsch da. Ist aber auch irgendwie hier noch. Irgendwas ist da. Ich arbeite dran. Ja, aber das ist, seht ihr ja noch gar nicht. Deswegen okay. Ist es halb so viel. Also du kannst dich. Also, aber es geht einfach, ja, das ist so das ist ein schöner Ausschnitt da, oder? Ich mach das jetzt, du kannst. Okay, ich kann jetzt halt weiter quatschen. Also, wir kommen in Richtung alte Laubwälder, die gucken wir uns auch gleich an. Da gibt es schöne Untersuchungen dazu, dass diese alten Laubwälder, wenn sie nicht stark aufgelichtet sind, stark ausgedünnt, voller Rückegassen und so weiter, also Maschinenwege und so, also wenn die in Ruhe gelassen wurden über die letzten Jahre oder Jahrzehnte, dass die die trockenen Sommer durch die Bank relativ gut überstanden haben. Und wie sowas aussieht, also da wollen wir ja hin mit den Wäldern, wir, sage ich, als Gesellschaft, ist ja mittlerweile überall Politik, klimaresiliente Wälder, dann sollte man wissen, wie die aussehen. Ne? Und deswegen teile ich jetzt mit dem Bildschirm. So. Genau, das hier ist bei uns. Und da will man diesen öden Fichtenplantagen und Kahlschlagflächen hin. Überall erklärt das Ziel. Und ich meine, das ist ja auch noch, wir haben es ja schon mehrfach gesagt, das ist das Urwaldprojekt, das hier sind jetzt, ist jetzt ein 170 Jahre oder mittlerweile also 180 Jahre alter Buchenbestand. Und man sieht, dass das trotzdem noch sehr viele gleich alte Bäume sind. Der Wald kommt natürlich aus einer Bewirtschaftung raus. Wir haben in Deutschland keine echten Urwälder mehr. Und das ist aber das, was dem so, was wir in Deutschland haben, so mit am nächsten kommt. Ja. Und diesen Wäldern geht es nach wie vor in Deutschland noch mit am besten. Das ist natürlich, man kann ja auch ein bisschen darauf eingehen, es war ja mal eine Zeit lang dieses Thema, auch Buchenwälder sterben im Hainich großflächig ab. Das stimmte so auch nicht. Es gibt auch in kleinen Bereichen Muschelkalkstandorte. Da ist es so, dass der Boden sehr trocken ist und auf diesen Grenzbereichen kam es dann dazu, dass einzeln auch Buchen abgestorben sind. Aber wie gesagt, das war jetzt auf Nationalparksfläche bezogen ein sehr kleiner einstelliger Prozentsatz, der da betroffen war. Ja, also diesen Bäumen geht es durch die Bank gut und, also fast allen, und es gibt auch Untersuchungen aus den Westkarpaten, das ist jetzt nicht ganz vergleichbar mit uns, aber doch, das sind halt die nächsten großflächigen Urwälder, Buchenurwälder, die es noch gibt, dass Buche dort teilweise sogar Ausbreitungstendenzen hat, also dass es ihr im Klimawandel noch, wenn sie ungestört ist, noch relativ gut geht. Ne? Und ungestörte Wälder haben wir ja nicht, und du hast es gerade gesagt, das ist ein ehemaliger Wirtschaftswald, auch da gibt es ja Studien dazu, dass Buche auch nach 60 Jahren noch angeschlagen ist, wenn vorher stark durchforstet worden ist. Ne? Und 60 Jahre in Ruhe gelassen, leidet es immer noch ein bisschen. Also deswegen kann man nicht genau sagen, wie stabil sind natürliche Wälder, aber wenn sowas schon stabil ist und das ist, ja, das sind eigentlich die urwaldnächsten Wälder, die wir in Deutschland haben, die so aussehen, ne? Muss man sagen. Deswegen ist es ja auch ein Urwaldprojekt in der Waldakademie. Und die Sommer haben gezeigt, ne, die trockenen Jahre, auch wenn hier viele Bäume geschwächelt haben, die da nicht. Wir können mal ganz kurz auf die Kommentare eingehen. Ich würde mal kurz von unten nach oben gehen. Also Amar Ehrenhaft spricht in seinem Buch Wildnis über die wichtige Rolle von großen Pflanzenfressern für unsere Artenvielfalt. Welche Erfahrungen habt ihr dazu? Kennt ihr dazu Testprojekte? Ja, wir kennen dazu Testprojekte. Wir sind ja auch beim letzten Mal, ich glaube, es war das letzte Mal drauf eingegangen. Ja. Ne? Das ist ja im Prinzip diese Mega-Herbivoren-Tiere, große Pflanzenfresser, muss man sagen. Wälder mögen keine großen Pflanzenfresser und scheuchen die raus über Ausdunkelung des Bodens, sodass Gräser, Kräuter verschwinden und damit auch die großen Pflanzenfresser. Und heimische Bäume, das ist eine Studie der Uni Mainz, haben dazu geführt, dass Waldelefant und Nashorn und so weiter ausgerottet wurden, zumindest hier in der Eifel. Also diese, ne, Jan Haft, ist ein Wiesenfan, kann man ja auch machen. Wiesen sind ja auch schön. Aber das ist was Menschengemachtes in kleinen
Bereichen durchaus auch im Auwald und so weiter vorkommt oder oberhalb der Baumgrenze, aber in großen Bereichen hier bei uns von Natur aus nicht. Ne? Und das kann man, hat diese Studie eben mal schön demonstriert oder auch gezeigt. Das ist im Prinzip widerlegt. Große Pflanzenfresser spielen eine Rolle, gar keine Frage, aber keine wesentliche in Wäldern. Ne? Ja. Hier einmal guten Abend. Stimmt es, dass vom Borkenkäfer befallene Fichtenbestände abgeräumt werden müssen oder dürfte man die abgestorbenen Bäume stehen lassen? Jo, darf man. Abgestorbene Bäume darf man stehen lassen, also an Straßen und neben Häusern natürlich nicht, aber ansonsten schon. Und vor allem in abgestorbenen Fichten sind gar keine Borkenkäfer. Und die werden abgehackt mit dem Argument Borkenkäfer, wo man dann sagen muss, Leute, da ist immer gar keiner drin. Ne? Also dann könnt ihr auch Buchen abhacken wegen Fichtenborkenkäfer oder Eichen oder sonst irgendwas. Das an den Haaren herbeigezogene Borkenkäfer ist ein Schwächeparasit an lebender Fichte. Die kann man, und wenn man tote Fichten abhackt, steigt der Stress für die lebenden Fichten eben an und die werden noch leichter vom Borkenkäfer befallen, weil kahlgeschlagene Flächen sich aufheizen und der Hitzestress noch größer wird. Also völliger Quatsch. Haben wir gleich beim letzten Mal auch schon? Nee, hatten wir das schon? Weiß ich gar nicht. Also ist jedenfalls nicht schlau. Genau, wir können ja mal wieder den Schwung zum Thema klimastabiler Mischwald, beziehungsweise ja, brauchen wir neue Baumarten für unsere Wälder ziehen. Was würdest du vorschlagen? Wir haben noch 2-3 Sachen im Petto. Also keine Sorge, wir sind da nicht fertig. Die will ich, glaube ich, ein bisschen weiter hinten mit einbeziehen. Pass mal auf, dann lass uns doch mal anfangen mit dem Zeitungsartikel aus dem Ostharz. Also erstmal, wir nähern uns vom schlechten zum guten Ende. Hier zeigen wir ja gerade das gute Ende der Fahnenstange. Mal gucken, kriegen wir den irgendwie... Ja, kriege ich. Aufs Tapet, da geht es nämlich, ich kann schon ein bisschen anteasern, darum, wie man auf großer Fläche sich staatlicherseits vorstellt, die Kahlschläge, in Klammern, die man ja selber gemacht hat, in klimaresiliente, also widerstandsfähige, erholungsfähige Wälder zu überführen. Und zwar nicht Plantagen, es geht ja immer um Wald. So, jetzt haben wir das auch schon. Ich nehme euch das kurz rein. Ich hoffe, ihr könnt das so lesen. Also, ich muss schon lachen. Mach's mal ein bisschen größer damit. Jo, so werden die Wälder im Ostharz gepflegt. Jo, das ist toll, dass wir das mal sehen. Übrigens sehr unkritisch das Ganze. Nach Trockenheit und Borkenkäferplage, ich lese mal so vor, haben die Wälder im Harz extrem Schaden genommen. Mhm, aber nicht durch Trockenheit und Borkenkäfer, da waren Leute mit Motorsäge. Als Folge wird in den Frühjahrs- und Herbstmonaten massiv aufgeforstet. Doch was passiert danach mit den vielen jungen Bäumchen? Damit sie wachsen, müssen sie gepflegt werden. Fehler 1, wer sagt das? Und genau diese Pflege erfolgt jetzt im Sommer. Gehen wir mal runter, wenn wir jetzt nicht alles, warte mal gerade, guck mal gerade, was haben die denn gepflanzt? Ah ja, pro Hektar würden 2500 Bäumchen gepflanzt, jetzt wachsen hier zwischen hohem Gras und Brombeergestrüpp ganz klein Lärchen, Douglasien und Küstentangen. Gut, und jetzt schauen wir uns das mal an. Da können wir ausnahmsweise in Wikipedia schauen, wo europäische Lärche wächst, oder? Ja. Weil wir gucken ja, wir wollen es heute mal ein bisschen aufarbeiten, klimaresiliente Wälder, dazu brauchen wir ja klimaresiliente Baumarten, so europäische Lärche. So, pass auf, warte mal, wir gucken mal, Ökologie oder Verbreitung, ja, wie auch immer. So, bla bla bla, wo haben wir es denn? Ah ja, hier, Verbreitungskarte, oh ja, da sieht man es schon sehr schön. Also die europäische Lärche ist eine alpine Baumart. Was sagt uns das? Alpin, das sind also eiszeitliche Rückzugsflächen für kälteliebende Baumarten. Deswegen sitzen die jetzt quasi in den Alpen fest und der Rest der Lärche ist schon in Skandinavien und Sibirien unterwegs. Also die europäische Lärche, Hochgebirgsbaumart. So kalt, feucht, ersetzt Fichte in trocken, heißen Flachland. Keine gute Idee. So, nächste Baumart, Douglasia. Und zwar, da gibt es ja zwei verschiedene. Aber Douglasia, guck mal gerade, das reicht eigentlich schon. So, Douglasia, das müsste die grüne sein, ne? Also Douglasien übrigens, es gibt, man hat früher auch die Inlands-Douglasie, das ist die blaue Varietät, aufgeforstet, die geht hier bei uns kaputt. Das sieht man hier auf der Karte von Nordamerika, das sind diese blauen Einfärbungen, die geht hier kaputt, die Harz, die wächst rum, mit der kann man keine Forstwirtschaft betreiben. Es ist also die grüne, netterweise hier auch grün eingefärbt. Und was sieht man da? Die kommt aus dem pazifischen Nordwesten von Nordamerika. Was ist dort ganz typisch? Es regnet viel und es ist kühl. Ah, super. Nochmal, diese Douglasie soll jetzt
Fichte in einem zunehmend trocken-heißen Klima ersetzen. Da lachen übrigens die US-Amerikaner und Kanadier, wenn man denen das erzählt. Was machen die Deutschen? Nehmen Douglasie für sterbende Fichten als Ersatz? Naja, also auch nicht so ganz pfiffig. Und bei der, ich glaube, das können wir abkürzen, wir müssen uns nicht alles durchgucken. Wir bleiben mal, gehen mal wieder zum Artikel zurück. Küstentannen, ja, alles dasselbe in Grün, funktioniert alles nicht. Also alles nicht standortheimische Baumarten schon gar nicht. Wir können aber was auch grundsätzlich nicht. Ich meine, Douglasie wurde hier auch mal aufgeforstet vor 70 Jahren oder wie alt, ja, 70, 80 Jahre, würde ich sagen. Teilweise auch 100. Hier Rheinbach, die sind, glaube ich, schon über 120. So, ne, in den Dreh. Genau, und die haben bei uns auch jetzt schon Probleme. Ne? In Rheinbach kann man auch mal googeln, das ist bei uns auch direkt um die Ecke. Da gibt es auch große Flächen, wo die Douglasie auch stirbt. Ja. Der Vorteil, ich sag mal, vermeintliche Vorteil zu Beginn ist immer, wenn man eine Baumart, ich sag mal, jetzt aus anderen Gebieten reinholt, ist es so, dass auch die Schadinsekten dementsprechend noch nicht so schnell nachgewandert sind. Und dadurch ja, sind die in der Regel zu Beginn zumindest immer ein bisschen vitaler. Gut, wir gucken aber mal, was sie da weitermachen. Es wird ja noch verrückter. Also nochmal, ich kann. Würdest du denn, ich meine, grundsätzlich, es geht ja auch um Wiederbewaldung, würdest du dann sagen, 2500 Bäumchen pro Hektar ist mengenmäßig, also würdest du das, ich meine, wenn du pflanzen würdest, unabhängig von Baumarten, würdest du das genauso machen oder würdest du eine andere Zahl? Weniger, weil es kommen ja ganz viele von Natur aus, also eigentlich ja gar nicht. Ne? Aber dort, wo man pflanzt, wir kommen nachher zu Fällen, es gibt durchaus Fälle, wo man sagt, jo, kann man zumindest mal mitmachen. Wir sind nicht grundsätzlich gegen Pflanzung, aber da reicht viel weniger, 500 Stück oder so als Initialpflanzung. Es geht ja darum, dass die Fläche sich wieder bewaldet und dazu reichen im Prinzip 50 Bäume, die durchkommen. Ne? Mal ganz kurz. Was sollst du gucken? Ja, weil hier gerade die Frage kam, Kalifornien nass und kühl. Ich meine, der Hauptverbreitungsgebiet ist hier in diesem Gebiet. Ja, ja. Und das ist definitiv. Also müsste man mal regional genau hingucken, aber die Douglasie braucht ziemlich viel Niederschläge. Ne? Das ist der Punkt. Deswegen geht die übrigens auch, wir beobachten das hier, ne? Live und fahren direkt vor der Haustür. Also beim Forsthaus bei uns hat auch mal ein Vorvorgänger Douglasien gepflanzt. Die gehen jetzt auch kaputt. Und da sehe ich es ja eindeutig, sobald die Hitzewelle kommt mit Dürre, kriegen die einen Schlag. Ne? Also wie auch immer, sie vertragen es nicht. Übrigens, selbst wenn sie es in Nordamerika vertragen würden, dort gehen die auch teilweise durch den Klimawandel ein, solange sie es hier nicht vertragen, ist es auch hier keine Alternative. Ne? So, Friedrich Haferkorn, der Stellvertreter in der Betriebsleiter, was machen die da? Also was machen die? Wenn wir ein bisschen weiter runtergehen, die machen jetzt frei mähen. Die mähen jetzt frei. So, jetzt überlegen wir nochmal. Die kleinen Bäumchen, die da auf der Fläche stehen, das sind Urwaldarten, die brauchen es feucht und schattig. Und jetzt pflanzt man die auf die Freifläche. Gut, geht ja nicht anders, die ist halt frei. Ne, man will ja aufforsten. Und jetzt ist die Begleitvegetation so nett und sagt, oh komm, wir machen ein bisschen Schatten, wir machen ein bisschen Feuchtigkeit, weil es wird ja auf diesen Flächen so irre heiß. Und diese Begleitvegetation kühlt tatsächlich wahnsinnig ab schon und bildet auch Humus. Und jetzt sagt man, weg damit. Das habe ich im Studium auch noch so gelernt, das macht man halt nicht mehr. Also das ist hier ein ganz aktueller Artikel. Und also dort wird alles mit Motorsensen freigesetzt. Ja, 5. August. Und noch viel schlimmer, man sieht, die Fläche ist vorher mit dem Bagger vorbereitet. Das heißt, da wird Biomasse entfernt, da wird die Bodenschicht bearbeitet. Man denkt, was? Also ich bin da wirklich fassungslos. Also man voll in der Vegetationsperiode. Natürlich. Auch das noch, stimmt. In der Brutzeit, super, die Zaunkönige werden sich freuen. Brüten ja gerne in solchen Gebüschen. Also rücksichtsloser geht es nicht und man verschlechtert dabei zugleich die Bedingungen für die kleinen Bäume. Es gibt eine einzige Ausnahme, wo man mal eingreifen kann, wenn man die Bäume von oben nicht mehr sieht. Das ist aber die Voraussetzung. Also wenn man von oben drauf guckt und sieht da nichts mehr, dann kann man mal ein bisschen frei machen oder Brombeeren, die so drüber ranken, wenn man die mal durchschneidet. Also das kann man machen, aber so grob rangehen hier, also sorry. Möchte man sowas in Brasilien sehen? Zur Klima, und der Amazonaswald klimastabil macht. Ne? Aber es wurde ja auch auf 15 verschiedene Baumarten dann gesetzt. Na super. Das ist, ja, alles möglich. Ich möchte gar nicht wissen, was die anderen Baumarten sind, ehrlich gesagt. Also erstmal hackt man alles ab und dann vergrasen die Flächen und dann pflanzt man Bäume aus anderen Kontinenten rein und sagt, es hat jetzt nicht geklappt, aber jetzt sind wir so schlau und wissens, wir setzen auf ein neues, setzen einfach auf eine neue Zahl beim Roulette und sagen jetzt ganz sicher voraus, jetzt klappt's. Gut, also naja. Gut, der Rest ist, glaube ich, wurscht. Ja, ne? Also Holz verkauft, das lassen wir jetzt. Aber ich sag mal, wir können ja darauf eingehen, was ist denn überhaupt, oder ich sag mal, unter welchen Umständen
sollte man denn pflanzen? Ne? Wir haben ja jetzt, ich sag mal, im Worst Case, also ich meine, es kann passieren, man hat ja in der Regel nicht selber zu verantworten, dass die Fichte auf den Flächen stand, die man bewirtschaftet hat, dass man den Kahlschlag dann macht. Dafür kann jeder am Ende des Tages dann selber was. Aber wenn die Situation nun mal so ist, wie sie ist, wie geht man da vor? Ja, wie geht man davor? Also wenn man jetzt auf dem Kahlschlag, wenn es genau, ist, wie es ist. Also wir würden nach wie vor erstmal abwarten, was bietet uns die Natur an? Du hast ja vorhin selber gesagt, Sauerland, das sehen wir aber überall, wo wir hinkommen. Es kommen Birken, es kommen natürlich auch ein paar Fichten wieder nach, es kommen ganz viele Baumarten. Damit lässt man dann mal wachsen. Und wenn dann wirklich nichts käme, so nach 3-4 Jahren, da muss man aber genau hingucken, dann könnte man auch sagen, okay, jetzt machen wir mal eine Initialpflanzung. Haben wir auch schon gemacht, sowas. Gibt es ganz, ganz selten mal Flächen, die sich nicht wieder bewalden. Dann pflanzt man einen lockeren Schirm mit 500 Birken. Weil Birke wächst schnell, macht wieder ein Waldklima. Gepflanzte Bäume sind immer Mist, weil das Wurzelsystem geschädigt ist. Gepflanzte Bäume wurzeln durch die Bank nicht mehr tief, kommen nicht ans Wasser ran, fallen bei Wind leichter um. Das ist eine wackelige Krücke, muss man sagen, so ein Wald. Aber immerhin, man kriegt ein Waldklima, die Brombeere geht zurück und dann starten dort darunter dann die heimischen Bäume durch. Kriegt man also hin. So, wir gehen mal ins Positive. Ja, ja, schön. Ich habe nämlich auch ein positives Beispiel mitgebracht heute. Das wollen wir auch, euch auch nicht vorenthalten. Ist auch vom 5. August. Am 5. August war anscheinend der Tag der Wiederbewaldung. Nee, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall scheint es da sehr interessant gewesen zu sein. Genau, und zwar schauen wir mal in den Artikel rein, weil es gibt nämlich auch Försterinnen und Förster, die Sache ganz anders angehen und zumindest aus unserer Sicht vernünftiger. Das ist ein bisschen allgemeiner. Und zwar ist das auch hier in Rheinland-Pfalz. Das ist gar nicht so weit weg von uns, obwohl Rheinland-Pfalz relativ groß ist. So, da sieht man allein schon die Überschrift. Ich glaube, sie heißt Monika Runkel. Ist sie Forstamtsleiterin? Ich glaube genau, schon. Forstamtsleiterin, ne? Leitet, glaube ich, auch das Forstliche Bildungszentrum in Hachenburg. Ne? Genau, ist auch Forst und Hachenburg. Also das hätte von uns sein können. Ne? Das hätte von uns sein können. Ja. Genau, also ich kann es mal. Und das ist, ich kann es gar nicht oft genug betonen, Staatsförsterin, Forstamtsleiterin, wo man sagt, jo, das klingt echt gut, was sie da macht. Genau, also ich kann das mal zusammenfassen, damit ich den Artikel nicht nochmal einzeln mit euch durchgehen muss. Und zwar ist ihr Ansatz zu sagen, okay gut, die warten jetzt 2-3 Jahre ab, also wenn die Flächen geschädigt sind, dann warten die 2-3 Jahre ab. Gucken, was davon alleine wiederkommt. Wenn da Pionierbaumarten wiederkommen, dann ist das für die völlig ausreichend. Dann sagt die, okay, gut, das ist, und so sehe ich das tatsächlich auch selber, ist das eine sehr willkommene Bedeckung für den Boden, ist eine sehr willkommene Bedeckung für gegen Erosion, gegen Hitze. Das heißt, man schafft einfach eine sehr gute Startvoraussetzung für die zukünftigen Waldgenerationen. Die kommen auch mit widrigeren Bedingungen zurecht. Und wenn das dann nicht klappt nach 2-3 Jahren, dann würde sie auch punktuell dazu pflanzen. Aber nur punktuell. Und man sieht, wenn du das Foto nochmal so runterziehst, man sieht, die lassen dort eben die abgestorbenen Fichten stehen. Zumindest größtenteils. Also Schatten, dann wenn die umfallen, dann sieht man so eine umgefallene Fichte. Das gibt natürliche Barrieren, wo zum Beispiel die Hirsche nicht so gern durchlaufen. Also wie ein natürlicher Zaun. Also top, das sieht erstmal aus wie Gestrüpp. Das können vielleicht viele auch nicht ertragen. Aber das ist, da brummt die Baumartenvielfalt und dann schauen wir mal, was sich da durchsetzt. Also das ist top. Ich war heute auch nochmal im Wald und habe für unseren Instagram-Kanal ein bisschen was aufgenommen. Das wird morgen erscheinen. Und da haben wir auch dieselbe Situation. Wir haben auf der einen Seite vom Weg einen privaten Waldbesitzer. Der hat, nachdem da ein Windwurf durchgegangen ist, hat er wirklich alles abgeräumt, flächig, also so wie eben im Sauerland zu sehen. Und auf der anderen Seite, das ist der Wald, den wir betreuen, da haben wir gesagt, okay, gut, wir lassen alles liegen. Haben wir alles liegen gelassen und da wachsen jetzt wirklich wieder Vogelbeeren, da wachsen Buchen, da wachsen Hainbuchen, Birke. Also da kommt alles Mögliche jetzt hoch und ist sogar auch schon relativ hoch. Und auf der anderen Seite ist einfach nur Gras, Brombeere und das war's. Und ja, ich finde es einfach ziemlich eindrücklich, einfach zu sehen, wie schnell das gehen kann, wenn man die Natur denn lässt. Und das spart ja auch einen Haufen Geld. Ja, aber es ist überhaupt eine Beleidigung. Also wofür braucht man dann Försterinnen und Förster? Scherz. Aber trotzdem, manche, glaube ich, fühlen sich ein bisschen beleidigt von der Natur, dass die das so viel besser macht. Und es sieht auch nicht ganz so ordentlich aus. Aber es ist natürlich wesentlich widerstandsfähiger. Übrigens, vielleicht mal eine Frage zwischendurch. Wurde gefragt, weil das kommt wirklich aus Forstseite häufig, ob die Douglasien bei uns natürlich wachsen, fragt Matthias, oder ob die hier gar nichts zu suchen haben. Na gut, die Bäume können natürlich nichts dafür. Also die Douglasien, wolltest du das noch machen? Okay. Die Douglasien,
Es gab mal vor, ich weiß gar nicht welcher Eiszeit, es gab ja schon viele Eiszeiten hier, irgendwann vor einer x-beliebigen Eiszeit gab es hier mal Douglasien, aber eine andere Art. Und die ist ausgestorben. Und daraus leitet man ab, hier gab es aber mal Douglasien, also kann man die auch wieder zurückbringen. Da kann ich nur sagen, okay, das ist jetzt schon, weiß ich nicht, Millionen von Jahren her oder Hunderttausende, ich weiß es nicht, aber sehr, sehr lange. Mit derselben Begründung könnte man Nilpferde im Rhein aussetzen. Zur Erhöhung der Artenvielfalt. Warum? Nilpferde hat es nach neuester Forschung, glaube ich, bis vor 30.000 Jahren im Rhein gegeben. Und dann könnte man auch sagen, okay, da setzen wir doch Nilpferde aus. Ist ja quasi eine heimische Art. Und ob die jetzt da ausgestorben oder nicht, die war auf jeden Fall mal im Rhein. Wir hatten übrigens auch Krokodile im Rhein und wir hatten auch Löwen hier. Ihr seht schon, wie unsinnig das Argument ist, aus einer so lang zurückliegenden Zeit abzuleiten, diese Baumart wäre hier heimisch. Aber nochmal, die war gar nicht hier heimisch. Das war eine andere Douglasienart. Ich weiß, ich kann uns noch ein bisschen die Fragen durchgehen, solange du recherchierst. Ja, ja. Habt ihr jemals die Anfrage von einer, fragt Nicole, von einer Gemeinde bekommen, die aufforsten möchte, beziehungsweise um Hilfe bittet dabei? Ja, haben wir. Und machen wir auch. Beraten wir auch. Da können wir vielleicht mal auf das Thema eingehen, wie forstet man denn eine Wiese auf? Das ist nämlich schwierig. Ein Acker bewaldet sich sehr leicht von selber. Da ist blanker Boden. Da kommen Pappeln, Weiden, sonst was. Geht ganz schnell. Ich glaube, die Uni Würzburg, aber da müssen wir nochmal recherchieren. Da gibt es auf jeden Fall eine Studie dazu, wie schnell das geht. Bei Gras ist es schwierig, weil in Gras sind sehr, sehr viele Mäuse und die fressen bei den jungen Bäumen im Winter die Wurzelhälse ab. Fressen die Bäume teilweise ab wie Mohrrüben oder auch nur die Rinde, dann ist der Baum ja auch tot. Und da macht es schon Sinn, so ganz dünne Streifen abzuschälen und dort Birken mit Buchen reinzusetzen. Nur als Beispiel, gibt es andere Kombinationen. Die Birke wächst sehr schnell, die Buche wächst unten drunter, dann im Schatten langsam nach und wir kriegen einen schönen Start in eine Waldatmosphäre. Und dann kommen zusätzlich Baumarten dazu, die Vögel dort ausscheiden über ihren Kot mit den Samen und so weiter und so fort. Also da kriegt man eine Waldentwicklung rein, da macht auch Pflanzung Sinn. Ich habe auch, wir haben auch mal ein Video dazu gemacht, müssen wir mal schauen, in unserem YouTube-Kanal gibt es ein Video zum Thema Aufforstung. Da stehe ich auf genau dieser Fläche, wo du das vor... Es ist, glaube ich, gar nicht so lange her. 8 Jahre, glaube ich, ne? 7, 8 Jahre, sowas, ja. Ja, gemacht hast. Und da stehen jetzt wirklich schon wirklich hohe Birken. Ich glaube, das waren sogar Rotbuchen dazwischen. Oder waren ja, genau. Wir haben Rotbuchen, heimische Rotbuchen. Und die Birken so als Ammen sozusagen gepflanzt. Wohlwissend, gepflanzte Bäume sind immer Mist. Aber man kriegt diese Initialzündung dann auf einer Wiese hin, ne? Ja, wir gehen auf dieses Thema heimisch, nicht heimisch. Da gehen wir nachher auch noch drauf ein. Das ist ganz cool. Falls wir da nicht dran denken, erinnern uns bitte nochmal gerne dran. Was ich gerade recherchiert habe und wo ich nochmal darauf hinweisen wollte, es gibt tatsächlich auch in der Psychologie einen Begriff, warum dieses Nichtstun häufig schwerer fällt als das Etwas-Tun. Und zwar heißt der Action Bias. Und im Prinzip geht es darum, kleines Beispiel, wir haben zum Beispiel Elfmeterschießen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, man kann nach links schießen, jetzt ganz vereinfacht gesagt nach rechts schießen, in die Mitte schießen. Und der Torwart könnte sich ja im Prinzip für alle drei Richtungen entscheiden. Die Wahrscheinlichkeit ist grob gesagt für jede Richtung ein Drittel. Und trotzdem ist es so, dass die meisten Torhüter sich in eine der Richtungen schmeißen, auf den Boden schmeißen. Und woran liegt das? Man möchte sich später nicht vorwerfen, nichts getan oder vorwerfen lassen, nichts getan zu haben. Das heißt, man wirft sich irgendwo hin und macht lieber das Falsche als nichts, weil wenn man nichts gemacht hat, dann wirkt das immer so, als wenn man ja ein bisschen faul gewesen. Ne? Also man kann dann sagen, ja, ich hab doch das Beste gewollt. Ne? Und das kann man halt, auch wenn man das Falsche getan hat, dementsprechend dann auch am besten tun. Deswegen ist dieses Nichtstun, das fällt vielen Leuten am allerschwersten. Und wir sprechen ja auch mit vielen Leuten über Aufforstungsprojekte, mit Gemeinden. Wir tauschen uns sehr viel mit Förstern aus und Försterinnen. Und der Druck, da was zu tun. Alle wollen immer was anpacken. Alle wollen sich die Hände dreckig machen. Wir wollen jetzt was machen. Ne? Also wir wollen jetzt was bewegen. Und dieses Bewegen funktioniert tatsächlich am besten, indem man sich nicht bewegt. Ne? Und das irgendwie verständlich klar zu machen, das klingt halt nicht so sexy. Die Leute wollen wirklich sich durch den Schlamm wühlen und da Bäume pflanzen, Bäume pflanzen, Bäume pflanzen. Was ja auch wirklich sehr löblich ist. Ne? Aber das ist in dem Fall oder in den meisten Fällen tatsächlich das Falsche. Ja, ist es. Aber wir kommen mal auf einen weiteren Punkt. Ich finde das eigentlich, oder? Ich will jetzt hier nicht durch die Themen sprechen. Du wirkst mich hier nicht abmachen. Nee, genau. Aber wir haben hier ein Video noch mitgebracht. Und zwar geht es um einen anderen Punkt oder einen Nachteil von Aufforstung. Und zwar geht es darum, dass
Aufforstung dazu führen, dass Wälder genetisch verarmen. Und das machen nicht nur Aufforstung, sondern das machen im Prinzip auch Durchforstung. Das heißt, das Fällen von Bäumen, da selektiert man ja auch einzelne Bäume raus. Na gut, da schauen wir mal rein. Wir werden nicht von Anfang an gucken. Da, ne? Lauf, ja, na genau. Wir werden jetzt nicht 22 Minuten gucken. Nee, das ist zu lang. Sollen wir uns mal den Teil mit der genetischen Verarmung anschauen? Ja, ja, genau. Ich schau mal kurz. Müsste hier, spulen wir ganz kurz hier durch. Ja, ja. Da? Ah ja. Bottleneck, Pflegestrategie, das ist doch gut. Der macht ja nachher auch so eine Zusammenfassung. Ja, ich guck mal einfach. Es ist schwierig, dass die Anpassungsfähigkeit, ich bin ja eigentlich ein Tannenspezialist, was die Genetik anbelangt, aber Baden-Württemberg hat natürlich auch die Buche verlockt. Ich bin mal ein bisschen leiser. Untersuchung, Effekte von Durchforstung. Das Video war zu laut, meinte er angelernt. Z-Baumauswahl, der Klassiker, hier der Z-Baum, nebendran die Bedränger, die entfernt werden in diesem Fall hier, in einer frühen Entwicklungsphase. Und das genetische Ergebnis dieses Vergleichs war über verschiedene genetische Variationsparameter hinweg. Ich will die gar nicht alle erläutern, nur wenn es notwendig ist, aber die Tendenz war eindeutig, dass das Kollektiv der enormen Bäume... Oh, ich habe das Video noch gar nicht bei euch gestartet, ne? Sehe ich gerade, sorry. Als das verbleibende Kollektiv der Z-Bäume. Oh, ich hab das im Hintergrund gehört. Geht jetzt, Gleiches gilt manchmal für die Durchforstung, deswegen habe ich das Beispiel hier gewählt. Wir waren ja gestern auch in Struktur- oder teilweise strukturreichen Beständen gestanden. Und das ist so ein Punkt, der uns auch schon immer interessiert hat, wie unterschiedlich differieren denn eigentlich hier strukturreiche Bestände in verschiedenen, in dem Fall hier Kraftschen Klassen. Das ist ja so ein Maß, den die... Also, das mal einfach anders, sonst können wir gleich nochmal bei den Weißtern dazu. Also was er sagt, zu Recht, Durchforstung schränkt den Genpool ein, macht einen Flaschenhals. Also wenn ich zum Beispiel in der Forstwirtschaft werden schlanke, gerade Bäume bevorzugt, also hackt man vorher alle krummen raus oder die gezwieselten. Und das schränkt den Genpool signifikant ein, weil das ist ja eine Variationsbreite und an die, ja hier sieht man so genau, das ist, da reichen eigentlich die PowerPoint-Präsentation, dadurch ist die Naturverjüngung genetisch schon sehr stark eingeschränkt und die Variationsbreite ist nicht mehr da für Trockenheit, für Sturm, für sonst irgendwas. Da geht ganz, ganz viel verloren und das ist eine Art Zucht. Würde aber niemals jemand so behaupten. Und was noch viel schlimmer ist, da können wir genau das machen vielleicht gleich, okay. Dass die anerkannten Saatgutbestände, aus denen alles Saatgut kommt, was die Baumschulen nutzen dürfen, diese Saatgutbestände sind die besten Zuchtbestände. Das heißt, die sind ganz besonders stark selektiert auf Holzqualität, nicht auf Überlebensfähigkeit. Das ist nämlich genau der Punkt. Ne? Also das heißt, da wird nicht geguckt, welche Bäume halten besonders viel Trockenheit aus, ne? Welche Bäume und so weiter, sondern es wird geguckt, woraus lassen sich am besten Bretter sägen. Und natürlich wird auch berücksichtigt, also Bäume, die früh absterben, gut, aber die vermehren sich ja eh nicht. Also sie müssen vital sein, aber unter Holz Aspekten besonders gut nutzbar. Und die werden vermehrt, die werden an die Baumschulen gegeben, das Saatgut, und davon gehen die ganzen Bäume in die Fläche. Super starke genetische Einengung, weil es nur wenige Bestände in Deutschland sind, aus denen überhaupt geerntet wird. Und nochmal, die sind ja dann schon bearbeitet, züchterisch. Und das verteilt man über ganz Deutschland. Also die Buche verarmt genetisch die Eiche, die auch Fichte oder Douglasie, was auch immer, aus einem sehr schmalen Baumspektrum nur das Saatgut gewonnen. Und da sagt er zu Recht, das haben sie eben auch genetisch untersucht, das macht Wälder enorm risikoanfällig, weil sie nicht mehr so gut reagieren können. Ja. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar, ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen, glaube ich, gelesen, dass jetzt, ich sag mal, das ist quasi so eine Art assistierte Migration für Bäume, dass die jetzt weiter in den Norden kommen, weil das von, also der Klimawandel geht so schnell, dass die Bäume da nicht hinterherkommen. Und dann wurde damit argumentiert, das war natürlich völlig falsch, dass das 100.000 Jahre dauert, bis sich da die Bäume anpassen. Ich meine, die letzte Eiszeit ist noch gar nicht so lange her und trotzdem wachsen hier wieder Bäume. Und Bäume können sich aber viel, viel schneller anpassen. Also das heißt, wir brauchen gar nicht andere Baumarten aus südlichen Regionen, sondern die können mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, das zeigen Forschungen aus der Schweiz vom WSL, können Trockenheitsresistenz oder beziehungsweise ja doch erhöhte Trockenheitsresistenz auch über ihre Samen an die kommende Baumgeneration weitergeben. Übrigens, das ist ja die Überschrift, ne? Das könnt ihr auch lesen. Elternbäume vererben ihr Gedächtnis an Nachkommen. Übrigens, sehr schön vermenschlicht ausgedrückt. Ich kann da gar nicht oft genug betonen. Der macht das, also ich finde den total klasse, den Professor Hussendörfer. Wobei, das ist ja nicht von ihm, das ist ja eine Pressemitteilung von der WSL sogar. Ne? Ah, also, super. Also noch besser.
Ja, genau. Also wenn die Forschungseinrichtungen selber sowas rausgeben, ja, das versteht man. Also Elternbäume vererben ihr Gedächtnis an Nachkommen. Das heißt, die Elternbäume lernen mit Trockenheit umzugehen und die Kleinen haben es sofort gelernt. Übrigens, mal ganz nebenbei, so macht das, glaube ich, auch, machen das auch Tintenfische. Hochintelligent, und man hat immer gedacht, sorry, der muss sein, jetzt der Einschub. So ein Tintenfisch, der ist so intelligent wie Affen. Ne, die basteln sich auch Werkzeuge und was auch immer. Und nach einem Jahr sind sie schon tot. Sind sehr, sehr kurzlebig gewesen, wo man denkt, ja, verdammte Hacke, was nützt das, wenn ich schlau bin und ich muss jedes Mal bei Null starten als Nachwuchs? Nein, die vererben das eben teilweise genauso. Ja. Oder umgekehrt, Bäume haben es erfunden. Ne? So kann man es eigentlich sagen. Ja, ich meine, wir können ja mal die Presse, falls ich es nicht selber schon gelesen habe. Ne? Ja. Möglicherweise kommen Bäume mit der Klimaerwärmung besser klar als gedacht. Zu einem gewissen Maß können sie sich nämlich an neue Bedingungen anpassen. Und die Erinnerung an diese Anpassung sogar an ihre Nachkommen weitergeben, wie WSL-Forschende zeigen. Das ist genau das, der Prozess, den wir da gerade beschrieben haben. Ich habe es gerade hier in den Kommentaren gelesen. Epigenetik nennt sich das ganz genau. Das sind epigenetische Prozesse. Das heißt, es braucht gar nicht so eine lange Zeit, eine ganze Baumgeneration, sondern es kann wirklich schon über die Samen direkt an die kommende Waldgeneration weitergegeben werden, was ja auch wirklich Hoffnung bietet. Ne? Aber dafür muss man die Bäume sich auch dementsprechend entwickeln lassen. Genau, gibt es so tolle Forschung, da gibt es übrigens tonnenweise Forschung mittlerweile dazu, von den Iwenacker-Eichen zum Beispiel, diesen tausendjährigen Eichen, die machen genau das. Dann, ich glaube, von Kiefern, von Fichten, die man nach Norwegen gebracht hat, österreichische, norwegische, die man nach den Alpenraum gebracht hat. Also die Nachkommen sind jeweils deutlich robuster als die älteren Generationen, weil die sofort sauber durchstartet. Genau, das wird jetzt hier noch ein bisschen, aber ich will wegen einem, hier können wir noch mal ganz kurz reinschauen. Ja, da hören wir noch mal rein. Gut. Das ist jetzt nochmal hier ein bisschen erklärt. Das ist übrigens Professor Erwin Hussendörfer, der befasst sich hauptsächlich beruflich mit Forstgenetik. Vererbungsmöglichkeit überhaupt erstmal schon gegeben ist. Das heißt, die Elternbäume müssen das gelernt haben. Wir haben unterschiedliche Buchen mit unterschiedlicher Vitalität. Die Hoffnung ist, dass die diese Epigenetik weitergeben, wenn Stressfaktoren dazukommen. Allerdings setzt das eben voraus, und das ist, glaube ich, essentiell, dass sie das auch gelernt haben, die alten Bäume. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Botschaften, dass auch diese epigenetischen Eigenschaften genetische Merkmale sind und damit deren Variabilität natürlich auch beeinflusst wird. Das heißt, wenn ich viele sensitive Buchen rausschneide, können die möglicherweise ihr Wissen gar nicht weitergeben. So, jetzt müssen wir mal einhaken. Deswegen cool, weil die Buche, die er gezeigt hat, die sah ja schwächer aus. Das sind übrigens die Buchen, die Forstbetriebe, und ich glaube, wo gab es das, glaube ich, in Mecklenburg-Vorpommern oder irgendwo gab es an Staatsforstverwaltung 2020 eine Anweisung gegeben, dass Buchen, die so und so viel Laub verloren haben, gefällt werden können, bevorzugt. Und er sagt ja letztendlich, möglicherweise sind das genau die, die besonders viel Wissen weitergeben, weil die halt so unter Stress stehen. Ne? Ja, World Wide Web. World Wide Web. Ah, ja, komm, da müssen wir World Wide Web, wer sagt denn sowas, ja. Das nehmen wir mit. So. Ist ja neulich mal angezweifelt worden. Also das war, wir hatten das gesagt, auch WSL hier. Wurde bei Web, wo kam das denn her? Das war wieder was anderes. Aus völlig wurscht. Also das gibt genau, wobei das WSL da ja auch noch nach wie vor relativ aktiv forscht und auch damals noch dagegen gehalten hat. Ja, aber das ist ein anderes Thema, widmen wir uns vielleicht in einem anderen Stream nochmal. Das können wir aber gelegentlich machen. Beispielsweise auf Rügen, wo die Klippe abbricht, dann fällt die Buche halt trotzdem ins Wasser. Das jetzt wird's interessant. Noch zwei Worte zu den intergenetischen Systemen. Und hier geht es ja darum, also wir wollen ja, das ist jetzt vielleicht kurz zum Hintergrund, bevor wir jetzt zeigen, wie das oder warum dieser Prozess abläuft, der jetzt gezeigt wird. Und zwar ist es so, dass man sagt, okay gut, es gibt ja auch Baumarten, die haben Verbreitungsgebiete weiter südlich in trockeneren Regionen. Also wir haben zum Beispiel die Buche, die wächst ja nicht nur hier bei uns in Deutschland, sondern es gibt auch Buchenwälder in Italien. Und da sagt man, okay gut, wir nehmen jetzt aus Südeuropa Buchensaat und züchten die Bäume dann und die werden dann hier gepflanzt. Und dann hat man quasi schon direkt trockenheitsresistentere Baumarten, die genetisch gesehen ja absolut identisch sind. Selbe genau. Baumart, also selbe Art, genetisch eins zu eins das Gleiche, nur halt schon an trockene Bedingungen angepasst. Und das ist eine vieler Ideen, um den Wald klimafit zu machen. Vielleicht nur als Einschub, ich weiß nicht, er wird es gleich nochmal sagen, aber nur, dass es nicht untergeht. In dem Fall hat man das mit Weißtanne gemacht, aus Südosteuropa, glaube ich, und gesagt hat, okay, die hat sich dort schon angepasst, weil Bäume lernen ja, haben wir ja gerade erfahren. Und die haben ja dann schon jede Menge gelernt und dann hat man die, glaube ich, in den Schwarzwald gebracht und geguckt, was macht denn diese südeuropäische Weißtanne im Schwarzwald, die müsste jetzt ja eigentlich besser wachsen, weil auch dort wird es ja jetzt wärmer. Genau, aber schauen wir mal an, was Professor Hussendörfer dazu sagt.
weil das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der da für mich zumindest aus ökologischer Sicht eine wichtige Rolle spielt. Wir haben so eine Versuchsanlage im Schwarzwald gehabt, wo wir Störungseffekte untersucht haben und sind dabei gehörig auf die Nase gefallen. Wir haben Saatgut ausgesät aus verschiedenen Herkünften und haben festgestellt, dass die aus Südosteuropa sich überhaupt nicht etablieren wollten. Die sind gar nicht gekeimt, obwohl die Staatsklinge die auch richtig behandelt hat und auch einen Kontrolleffekt gezeigt hat, dass es funktioniert. Und das Geheimnis war dann plötzlich so, irgendwie kamen die Mykologen, haben gesagt, ja, wir schauen uns mal die Mykorrhiza an. Und tatsächlich waren die einen mykorrhiziert und die anderen eben nicht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der auch, denke ich, bei der Verschiebung von Herkünften eine Rolle spielt, aber auch grundsätzlich eine Rolle spielt, weil eben, und jetzt sind wir wieder bei älteren Untersuchungen, schon zu Zeiten Waldsterbens I gab es ganz tolle Untersuchungen im Schwarzwald. Und auch da hat sich schon gezeigt, dass unter ausgeprägten Trockenstressbedingungen, das war ein Konventwaldprojekt, Buchen, die bestimmte Pilze eine Symbiose eingehen können, gegenüber Trockenstress weniger anfällig sind. Das heißt, nicht alle Buchen können. Ja. Ich lese gerade die unterschiedliche Lautstärke zwischen Videos und uns ist heftig. Ist das Video zu laut oder sind wir zu laut? Und genau. Mit jedem Pilz. Wir können es hier leider nicht überprüfen. Ist das Video zu leise? Nee, ich glaube, das Video ist sehr laut. Ah, okay. Sorry. Wenn ich das hier richtig sehe im Pegel. Aber nochmal, das hat Sprengkraft. 100% genetisch identische Weißtanne, also ne, eindeutige Weißtanne, exakt dieselbe Art. Die Idee ist ja nicht schlecht, dass man sagt, okay, wir brauchen nicht neue Baumarten. Wir haben es ja gerade schon mal gesagt, also Douglasie, Zeder, sonst irgendwas, Roteich übrigens auch, alles Quatsch. Wir nehmen dieselben Baumarten, die hier vorkommen, die aber schon im Süden gelernt haben, besser damit umzugehen. Und da sagen die Pilze hier, die nehmen wir nicht. Und wir sagen, aber bitteschön, das ist doch eine Weißtanne. Und der Pilz sagt, nö, wieso? Das finde ich total, total entlarvend, dass man sieht, das sind menschliche Kategorien, Arten anhand der Genetik einzuteilen. Pilze haben offensichtlich eine andere Systematik und sagen, die da nehmen wir nicht. Völlig überraschend. Ne? Und da könnt ihr euch vorstellen, wie das Ökosystem reagiert, wenn ich nicht nur dieselbe Baumart nehme aus anderen Gegenden, sondern eine völlig fremde. Da spielt das Ökosystem doch erst recht völlig verrückt, wenn schon nicht dieselbe Baumart aus dem Süden genommen wird. Ne? Das ist viel, viel empfindlicher, das Ökosystem, als wir gedacht haben. Und er schreibt aber auch hier, dass die Pilze Baumarten trockenresistent machen können. Oder Bakterien. Bakterien zum Beispiel können Gene an- und abschalten und Bäume damit fit machen. Das machen die gezielt. Also es sind gar nicht nur die Bäume, die sich verändern. War noch irgendein Tonproblem? Warte mal, Video ist relativ zu laut, zu leise. Ah, okay. Sorry, das ist natürlich schwierig. Ah, Aceman hat zurückgezogen. Also, das ist vielleicht doch nicht relativ laut. Gut. Also finde ich spannend. Genau, wir hatten ja versprochen, dass wir nochmal auf die Frage eingehen, ob Baumarten heimisch sind oder nicht heimisch. Ich meine, diese Frage wird ja auch häufig, oder dieses Argument wird häufig ja auch bei nicht heimischen Baumarten genutzt, die hier dann angepflanzt werden, dass man sagt, okay, gut, vor der Eiszeit waren die aber hier auch heimisch. Ne? So. Also die meisten waren es natürlich nicht, aber nur mal angenommen, sie wären das, dann wäre es auch wurscht. Ich würde mal ganz, ganz, ganz gerne kurz, nur damit ihr mal so einen kleinen Anhaltspunkt habt, ich zeige euch jetzt gleich mal kurz eine Verbreitungskarte, wie überhaupt so der Wald in Deutschland natürlicherweise aussehen würde. Sonst will ich es immer schneller. Taucht nicht auf. Kommt sofort. Ja. Wie versteckt sich die historische Waldentwicklung hier? Vielleicht. Man muss auch nicht, ne? Mehr. Will jetzt nicht. Gut, wir können aber trotzdem darauf eingehen. Also zur Roteiche zum Beispiel gibt es Untersuchungen, dass das Laub regelrecht toxisch ist für das Bodenleben. Ne? Also Roteiche ist so fast noch schlimmer als Nadelbaumanbau. Man dachte ja immer, Laubbaum gut, Nadelbaum schlecht. Nee, so einfach ist es nicht. Also Weißtanne ist zum Beispiel eine heimische Nadelbaumart, die in kleinen Prozentzahlen mitkommt. Jetzt haben wir es aber hier. Da kriege ich es doch noch raus. Ah ja, gut. So, ich schiebe es mal rüber, dann seht ihr es nämlich auch. Dann mache ich hier mal dicht. Und zwar hat die Uni Bonn nämlich sich das mal alles ein bisschen genauer angeguckt. Dann muss man hier auch wieder alles richten. Hier sehen wir die potenziell
Upsala. Potenziell natürliche Vegetation. Einmal hier auf der linken Seite. Ja, und das Bild ist mir eindeutig, würde ich sagen. Genau, wie man sehen kann, wäre Deutschland überwiegend mit, klar, Laubwäldern sowieso bedeckt und überwiegend dann Buchen und Buchenmischwälder. Das ist quasi so, ja, also das, wie es aussehen sollte, ohne menschlichen Einfluss. Klar, menschlicher Einfluss ist immer existent. Und das ist halt der Zustand, wie es jetzt ist. Und da sieht man auch noch ein ganz anderes Problem. Das ist, dass diese Waldstücke, die wir jetzt in Deutschland noch haben, das macht zwar ein Drittel der Landfläche aus, aber alles super kleinteilig, also fragmentiert. Wir haben ganz viele kleine Waldhäppchen quasi quer durch die Republik und wenig große zusammenhängende Waldgebiete. Und das macht es auch problematisch. Aber das ist dann wieder ein anderes Thema. Heute soll es ja um Aufforstung gehen. Ja, aber da sieht man, wo die Reise hingeht, ne? Also übrigens, potenzielle natürliche Vegetation ist natürlich auch ein problematischer Begriff, weil keiner weiß, wie die tatsächlich laufen würde. Das ist einfach nur eine grobe Schätzung, aber man sieht, grobe Schätzung heute, nee, also es ist 2003, ist nicht heute, aber es ist relativ ähnlich, ist tatsächlich fast überall Buchen-Urwälder. Nochmal, Buchen-Urwald heißt nicht nur Buche, sondern Dutzende von Baumarten, Buche, Leitbaumart. Übrigens hier unten, das Bild finde ich auch super interessant, Entwicklung der Waldfläche. Man sagt ja immer, in modernen Zeiten ist der Wald zurückgekommen. Das ist ein Verdienst der Forstverwaltung. Und jetzt sehen wir hier mal den Zeitablauf, wenn das mal größer war. Ich finde es schon interessant. Man sagt, im Mittelalter hat der Wald zugenommen. Na. Durch die Pest wahrscheinlich, ne? Ja, das ist dieser Hubbel in der Mitte, also erstmal von links erstmal alles abgefallen, ne? Der Urwald nach der Römerzeit war Deutschland noch zu über 80% bewaldet und dann ging das kräftig zurück. Ist durch die Pest nochmal so auf 50%, also halbe Dings ange... Und dann sieht man ja so im 18. Jahrhundert so der Tiefgang, tiefste Punkt der Bewaldung, das ist nicht viel niedriger als heute, ne? Ne. Ja, das ist auch ein Bild, wo ich immer gerne die Leute raten lasse, wenn ich jetzt auf einen Vortrag mitnehme, wo ich Leute gerne raten lasse, wann denn die nachhaltige Forstwirtschaft in Deutschland erfunden wurde. Ja, das sieht man ehrlich gesagt. Da ja, nee, nicht, eben, ne? Genau, man sieht es also, ja. Der einzige nicht. Anstieg ist bei der Pest, aber so wollten wir die Forstwirtschaft natürlich nicht bezeichnen wollen. Ja, genau. Ja, ist ja auch nicht gewesen, es war die Pest. Ne? Ja, also ja. Seitdem ist der Wald noch abgefallen und hinten raus ganz minimal wieder angestiegen. Ich meine, klar, wir hatten hier natürlich trotzdem, trotz starken, also wir haben ein starkes Bevölkerung oder eine starke Bevölkerungszunahme und trotzdem ist der Wald gleich geblieben. Das ist der Unterschied zu vorher. Es fing schon ein bisschen früher an, aber die hauptsächlich oder was hauptsächlich den Wald gerettet hat, waren damals im Prinzip fossile Energieträger, die dann den Wald abgelöst haben als Form der Energiegewinnung. Ja. Okay, so, jetzt gucken wir mal. Ah, auch interessant. Wir sollen noch mal ein paar Fragen aufarbeiten. Von unten nach oben, woher soll das Bauholz kommen, wenn ein urähnlicher Wald das Ziel ist? Ja, Mensch, Tobias. Ja, woher soll das Bauholz kommen? Also, ist das ein eigener Stream. Ich würde sagen, wir machen mal einen eigenen Stream über das Thema Bauen mit Holz. Also, das ist ein Thema, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftigt habe. Ich kann sagen, dass schon jetzt, also in Zeiten, bevor wir so große Probleme hatten, dass Bauholz gar nicht gereicht hat. Also wir mussten schon immer massiv Nadelholz importieren in Deutschland, obwohl wir eins der holzreichsten Wälder oder das holzreichste Land in Mitteleuropa sind, hat unser Bedarf schon gar nicht gereicht. Das heißt, wir haben anscheinend ein Verbrauchsproblem und kein Nachschubproblem in dem Sinne. Ne? Also es ist jetzt kein Problem, dass wir hier zu wenig Wald hätten oder es nicht liefern kann, sondern wir verbrauchen einfach viel mehr, als wir überhaupt nutzen könnten und auch im globalen Vergleich. Aber da gehen wir mal separat, da machen wir vielleicht machen wir den nächsten Stream über das Thema Bauen mit Holz. Ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema. Ja, kann man dann sehr strukturiert angehen. Übrigens, weil Annette schreibt, könntet ihr die wichtigsten Links bitte in Beschreibung teilen, im Beschreibungstext teilen. Den Test mit dem Weißtannen finde ich super interessant. Und als Laie glaubt das bestimmt niemand. Ich schicke den gerne. Können wir gleich, glaube ich, gleich schon. Das hier ist der ganze Vortrag von... Genau, ist übrigens insgesamt alles super interessant. Ist, glaube ich, ist der forstlicher Molekulargenetiker und sowas, ne? Ja, also sie hatten... Ein sehr renommierter Wissenschaftler, der das auch erstaunlich differenziert sieht. Was man übrigens gerade nochmal, also Annette, falls du sagst, dir glaubt keiner, vielleicht willst du deine Glaubwürdigkeit mit unserem neuesten Patch. Genau, wollen wir euch auch heute nicht vorenthalten. Wir haben neue Patches entwickeln lassen. Die könnt ihr ab sofort bei uns, ich hoffe, die stehen scharf. Ah, Tatsache. Genau, könnt ihr Flagge zeigen mit unseren neuen Patches. Die gibt es auch noch in
Eis. Genau, ist mit Klett. Zack. Schicken wir euch auch den Link gleich noch mit rein. Damit könnt ihr uns quasi so ein bisschen supporten. Ihr könnt Flagge zeigen und dann wächst die Community so hier ein bisschen. Oder so, oder auch so. Naja, vielleicht besser so. Keine Ahnung. Wie auch immer. Genau, schicke ich euch den Link auch noch rein. Da kommt sofort. Sorgt übrigens dann vielleicht auch mal für die eine oder andere Diskussion, wenn ihr es mögt. Also wie gesagt, dass man es überhaupt abmachen kann, ist wahrscheinlich nur deswegen. Boah, die hält echt gut. Falls ihr dann sagt, oh, da ist jemand, der sieht doch vielleicht ein bisschen aggressiver aus, dann macht das halt ab, wenn ihr sagt, ich möchte keine Diskussion haben. Ansonsten ist das echt ein guter Diskussionsbringer für unterwegs. Aber gut. Genau, gehen wir mal wieder zum Thema Baumarten zurück. Wir verbrauchen zu viel Holz für kurzlebige Produkte, absolut richtig. Also wir verbrauchen grundsätzlich zu viel Holz und wenn wir Holz benutzen, langlebige Produkte, aber dann sind wir wieder auf dieser Holzproduktseite. Deswegen gehen wir heute mal ein bisschen mehr auf die Bäume so, ein. Oben rein, ich würde das hier können wir schon. Also Bauholz, gut, das ist schon. Ich gucke gerade vor. Wie verhalten sich Ahornbäume im natürlichen Wald? Ja, Ahorn, super. Ahorn ist das Pflaster des Waldes. Also wenn man irgendwo, also das klappt nicht überall, aber doch in vielen Gegenden, wenn man irgendwo kleine Löcher reinhackt, das soll man ja nicht tun, dann repariert Ahorn das. Also repariert Wald das mit Ahorn. Da kommt überall Bergahorn. Ne? Also es, bei uns zum Beispiel klappt das ganz gut. Und das gibt es, glaube ich, auch im Leipziger Auwald. Da möchte man Eichen retten, indem man sie abhackt. Oh, interessant. Ne? Und dann sollen junge Eichen nachwachsen, wo man denkt, dann lass doch die alten Eichen stehen. Okay. Und anstatt der jungen Eichen wächst erstmal Bergahorn nach, den man da aber nicht möchte. Aber das ist das Pflaster der Natur. So repariert Wald Wunden, indem erstmal Ahorn kommt. Manchmal auf ganz großen Freiflächen ist es eben Birke, Pappel. Aber so kleine Wunden im Wald repariert der Wald häufig mit Bergahorn. Irgendwann bleibt dann ein einzelner großer übrig, als Reserve, sozusagen für die nächste Wunde, die repariert werden muss. Und irgendwann kommen da auch die Eichen wieder. Aber das sind so typische Abfolgen. Also im Wald, kleine Wunden, das macht Bergahorn. Also super. Genau. Kam schreibt, hallo, erstmal die Patches haben wir schon. Super, Carmen, ey. Sehr schön. Ich würde noch mal gerne auf das Thema Waldumbau, weil das ist ja im Moment trotzdem dieses große Thema, wie bauen wir unseren Wald zu einem klimastabilen Wald um? Und aktuell geht man immer davon aus, dass man das mit einzelnen Baumarten machen kann. Dass das viel komplexer ist, das haben wir, glaube ich, gerade schon so ein bisschen mit dem Vortrag von Erwin Hussendörfer gezeigt. Aber wir kommen jetzt zum ganz anderen Punkt. Und zwar ist es ja so, dass Bäume nur ein kleiner Teil, also ein wichtiger Teil, aber ein kleiner Teil des Ökosystems sind. Und Wälder kann man im Prinzip ja nicht bauen. Und da spielen noch sehr viele Unbekannte mit rein. Und da haben wir euch ja auch noch einen kleinen Artikel mitgebracht. Ich glaube, das ist sogar von heute, oder? Der ist 8.8. ist heute. Heute, ja. Genau. Ganz aktuell. Wow. Ja, mehr als die Hälfte der aller Arten leben im Boden. Das ist übrigens auch interessant. Wissenschaftler ändert sich ja wirklich rasant, oder das Wissen. Bisher hat man angenommen, dass 25% aller Arten in den Böden sind. Und jetzt stellt man fest, hoppla, wahrscheinlich sind es 59%, zumindest aller bekannten Arten. 59% aller bekannten Arten leben dort. Also mehr als doppelt so viel. So kann man sich halt vertun. Also die meisten Arten sitzen im Boden, die man kennt. Und man kennt eben bei uns in Deutschland geschätzt nur 10% aller Arten. Natürlich sind es große, die entdeckt man jetzt zuerst. Und je kleiner die werden, desto mehr unbekannte Arten sind es. Ich glaube, bei Insekten sind geschätzt 2000 Arten nicht bekannt und bei Pilze und Bakterien geschätzt 90%. Aber nochmal, die man kennt, 60% aller Arten unterirdisch. Finde ich schon hart. Also hart insofern, weil den Boden, der wird ja nicht besonders gut geschützt. Auch übrigens im Wald nicht. Ihr erinnert euch an das Forstamt im Ostharz, die erstmal mit dem Bagger rangehen, ne, um da alles klar zu machen, damit die Bäume gepflanzt werden können. Dabei, ne, vielleicht machst du das Bild nochmal von dem Springschwanz. Das fand ich, guck mal, den kleinen Kerl da. Ne? So, da kommt auch so ein Bagger an, da ist der weg. Also ich meine, der Springschwanz hier, der da abgebildet ist, also der sitzt auf einem Schneckenei. Da hat man mal so einen Größenvergleich. Wisst ihr, das ist so, also nicht halb so groß wie eine Erbse, so groß wie eine Linse. Und das kleine Kerlchen kann natürlich beim Bagger nichts ausrichten. Und davon gibt es ja auch hunderte von Arten, die da rumwuseln und machen und ständig den Wald zu verbessern und wollen ihre Bäume retten. Und dann kommt der Mensch mit so einem Bagger und sagt, komm, weg damit. Ne? Ja, das ist auch ein spannender Absatz meiner Meinung nach. Genau, auch schön. Haben wir da... Oder sagen Sie, bei Pilzen geschätzt 90% aller Arten. Also, was steht denn da? Jetzt müssen wir mal gucken. Am besten nehmen wir mal den ganzen Absatz. Okay, dann machen wir.
Ich von hinten. Ich kann es auch mal, ja. Ja, mach du. Also das Team hat Bakterien, Viren, Pilze und etliche andere Lebewesen angeschaut. Also der Artikel ist, sollen wir den auch verlinken gleich? Können wir mal, ja, schicken wir auch. Viele davon sind wichtig für den Nährstoffkreislauf oder die Kohlenstoffspeicherung. Ja, Kohlenstoffspeicherung, das hängt nicht nur von den Bäumen ab. Da hängen diese ganzen kleinen Knilche dran, ne? Also man weiß zum Beispiel, ich muss jetzt mal, und dann lese ich auch wieder richtig vor, einschieben, dass ich glaube 20-30% der Kohlenstoffkreisläufe werden über Pilzpflanzennetzwerke gemanagt. Also, oh, wow, das sind richtig riesige Mengen im Boden. Aber nochmal, also ich lese mal von vorne. Das Team hat Bakterien, Viren, Pilze und etliche andere Lebewesen angeschaut. Viele davon sind wichtig für den Nährstoffkreislauf oder die Kohlenstoffspeicherung. Andere sind Krankheitserreger oder Partner der Bäume. Bei den Säugetieren leben nach den Schätzungen nur 3,8% aller bekannten Arten im Boden, also wenig. Aber bei Pilzen sind es 90%, bei Pflanzen und ihren Wurzeln 86% und bei Weichtieren wie Schnecken rund 20%. Schwierig sei die Abschätzung bei Bakterien und Viren, schreiben Hauptaktor, Hauptautor und so weiter, ETH, Wald und Schnee und ja, Landschaft, DSL, in der Schweiz. Ne? Wie auch immer, genau. Also, und das sind nur bekannte Sachen, aber nochmal, Schätzungen bei Bakterien und Pilzen gehen insgesamt von 90% aller Arten aus, die man gar nicht kennt. Und das ging jetzt nur um die Arten, die man kennt. Also der Boden kann gar nicht überschätzt werden in der Wichtigkeit. Genau, und der Punkt ist, wir gehen jetzt im Prinzip, wenn wir Baumarten anpflanzen, also erstmal ist es so, wir hatten das schon eben angesprochen, wir haben diese genetische Verarmung, wir bringen so Turbo-Baumschulpflanzen in den Wald, ne? die werden ja gedüngt vor Ort, die sind super mit Wasser und Nährstoffen versorgt und dann kommen die in den Wald und stehen die erstmal quasi unter Schock. Das heißt, das sind ja sowieso, ich sag mal, verwöhnte Pflanzen, die wir da in den eigenen Wald holen, häufig dann auch mit Wurzelverletzungen. Ja. Das heißt, natürlich gewachsene Wälder sind immer stabiler als gepflanzte Wälder. Das heißt, es ist quasi schon mal ein großer Vorteil. Und der andere Punkt ist, durch das Pflanzen versuchen wir Baumarten zu bestimmen. Und in der Regel ist das nicht, um den Wald wieder zu bewalden. Ich sehe das ganz oft, dass, ich sag mal, natürliche Verjüngung, selbst wenn die schon 2 Meter hoch sind, die Bäume, dass die dann wieder gefällt werden, geräumt werden, damit dann da gepflanzt werden kann. Und dann wird da das gepflanzt, wo man sagt, das Holz wollen wir in Zukunft verwenden. Ne? Und sei es jetzt zum Beispiel Holz, um später zu bauen, wobei wir wissen gar nicht, was wir in 80, 90 Jahren für Holz brauchen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber man versucht zu sagen, okay, gut, wir möchten jetzt, dass hier Baumart XY wächst. Und gleich gucken wir gerade. Ja, und fuschen in einem Ökosystem rum, das wir nicht ansatzweise verstanden haben. Und das ist das, was ich so ein bisschen kritisch sehe. Also wir sollten uns mit der Holzwirtschaft oder mit der Holzernte daran orientieren, was liefert das Ökosystem. Wir sollten mehr in Ökosystemen denken. Also wir können keine Wälder pflanzen, sondern man kann nur Ökosysteme, muss man mit allen ihren Bodenlebewesen sehen, die wir, wie wir eben gesehen haben, auch schon zu allergrößten Teilen gar nicht kennen. Das heißt, wir fuschen hier in einem Gebiet rum, wo wir gar keine Ahnung von haben. Und wir haben zum Beispiel ganz am Anfang beim Eingang dieses Video, was wir gesehen haben, wo diese Fläche abgeholzt wurde, flächig befahren wurde, wo der Boden dann komprimiert ist, da stirbt der allergrößte Teil an Lebewesen im Boden ab, kommt kein Sauerstoff mehr in den Boden. Das heißt, wir haben dieses wichtige Ökosystem Boden, was jetzt hier in der neuesten Studie auch nochmal hervorgehoben wurde, nachhaltig geschädigt. Und zwar so lange geschädigt, dass wir das in menschlichen Zeitmaßstäben nicht mehr ungeschädigt oder rückgängig machen können. Ja, also ich komme nochmal auf Annette zurück, weil Annette nochmal nachfragt. Danke für die Links und dann Quelle, Toxizität für Roteicheparat. Ja, also das ist natürlich, kann man alles machen. Und es geht jetzt nicht um Werbung, ich kann es gar nicht oft genug betonen, sondern Pierre Ebisch und ich haben ein Grundlagenbuch für den neuen Studiengang geschrieben. Waldwissen heißt das. Könnt ihr auch in der Waldakademie bestellen. Und der Punkt ist, ne, nicht um Werbung für das Buch zu machen, sondern da haben wir das alles zusammengefasst. Da haben wir über 1300 Quellen ausgewertet. Sind auch hier hinten drin verlinkt, nicht verlinkt, aufgeführt. Und da steht wirklich alles drin, auch das mit der Roteiche. Ich sag's nur, wir können das auch mit der Roteiche raussuchen. Nee, ist schwierig. Also, ich habe nur mal kurz, also ich meine, die Kritik kam öfter, dass die Quellenangaben sehr klein sind. Das ist wohl richtig. Also gerade hier sieht man es da. Ist ein bisschen dunkel. Sind sehr klein. Ist sehr klein, allerdings sind das so viele Quellen. Ich zeige euch das mal kurz. Ja, hier hinten geht es auch weiter. Warte mal, hier ist es für eingeklappt. Hier fängt es gerade erst an. Also wir haben hier quasi zig Seiten
Quellen. Ja. Da kann man wirklich alles nochmal nachschlagen, was man nachschlagen muss. Aktuelle wissenschaftliche Literatur, das ist auch so ein Thema. Aktualität von verwendeten Quellen in vielen Sachen. Also da haben wir anderthalb, drei Jahre dran gesessen, um wirklich alles zusammenzutragen, was der aktuelle Stand der Wissenschaft ist. Ne? Und da tauchen diese ganzen Fragen auf. Auch wie kommt das dazu, dass Forstwirtschaft sowas erzählt und daraus was ganz anderes macht. Auch dazu gibt es übrigens Studien, wie reformfähig ist Forstwirtschaft. Wir gehen jetzt nochmal auf Kommentare ein. Ja, sehr gerne. Also wenn du möchtest. Ja, natürlich. Welche ökonomische Forstwirtschaft rasiert Naturverjüngung, um andere Baumarten einzubringen? Würde kein normaler Forstbetrieb machen, wäre viel zu teuer. Ja, das haben wir ja gerade gesehen. Ne? Ja, also das war ja gerade im Harz das. Ne? Also das ist Kulturpflege. Man senzt alles ab, bis auf die Bäumchen, die man gepflanzt hat. Ne? Also das haben wir gesehen. Im Ostharz passiert das. Ja, und das ist keine Ausnahme. Also das ist, Das ist leider momentan die Regel. Also wenn ich alles kaputt fräse, also nochmal, in diesen sterbenden Fichtenplantagen sind häufig schon Bäume anderer Arten drin. Und das sieht man leider Land auf, Land ab. Du hast ja dieses schöne Sauerlandbild gezeigt. Da sieht man, das ist platt gemacht. Alles platt rasiert. Da ist ja gar nichts mehr, noch nicht mal Gras. Alles weg. Also das macht, ja, ökonomisch geht es übrigens deswegen, das ist immer die Frage, warum macht man das, wenn das kostenlos angeboten wird? Na, es wird gefördert. Dafür gibt es Bezahlung, da gibt es Fördergelder. Also von daher, wir sagen ganz klar, streicht die Subventionen für sowas. Ne? Also wer dann trotzdem Douglasien und irgendwas anderes anbauen möchte, genauso wie Mais, der soll es in Gottes Namen tun. Sorry, ich meine, hat hier immer, spiele ja immer mit dem ASMR-Video. Sorry. Also der mag es gerne tun, aber doch nicht mit Subventionen. Genau. Was sagst du zu Wildbirne, Elsbeere, Speierling? Kann man machen, ne? Schadet nicht. Das sind jetzt keine typischen Urwaldbaumarten, das sind Baumarten, die kommen eher in den Flussauen vor. Warum kommen die da eher vor? Das sind Bäume, die werden nicht ganz so groß wie Buchen, haben also da eigentlich keine großen Chancen. Kommen hier und da schon mal auch natürlich in Buchenurwäldern vor, aber eher in den Flusstälern, in der Hartholzaue und so ein Kram. Also da hat es im Frühjahr Treibeis gegeben. Die Flüsse waren ja früher alle zugefroren. Dicke Treibeisschollen und die rauschen durch den Auwald und machen Flächen frei. Also rasieren auch Bäume um, die nicht allzu dick sind. Und dann gibt es immer wieder so ein bisschen Gras, Kräuter oder auch Baumarten, die nicht ganz so hoch werden. Da sitzen die eigentlich. Und wenn man die jetzt irgendwo in den Mittelgebirgen mit dazu tut, nochmal, das ist eine schöne Ergänzung, kann man natürlich machen. Klar, gar keine Frage. Hier kommt die Frage, gibt es bei neuen Baumarten nicht auch eine Bodenanpassung an die neue Baumart? Also wissen wir nicht. Boden sich anpasst? Also der Boden, ja, also im Sinne von Bodenlebewesen, das wissen wir nicht. Ne? Also das Einzige, was wir wissen, ist, wir haben jetzt einen jahrhundertelangen Versuch, mit Gewalt fremde Baumarten hier festzusetzen. Das ist immer wieder fehlgeschlagen. Es gibt seit Jahrhunderten, so grob im 5-10-Jahres-Rhythmus, Borkenkäfersturm, Feuer, Borkenkäfersturm, Feuer, wobei Sturm ein bisschen häufiger auftritt als Feuer. Und es ist immer wieder gescheitert. Und gerade sehen wir das Scheitern auf großer Fläche. Und jetzt sagen letztendlich dieselben Akteure, und jetzt probieren wir es nochmal, aber wieder mit einer fremden Baumart. Ich glaube nicht, dass wir die Zeit haben, mit Steuergeldern, mal mindestens in öffentlichen Wäldern, weiter hochriskante Experimente zu fahren. Und das war auch die Frage. Also ich glaube nicht, dass sich das Bodenleben anpasst. Vieles wird lokal aussterben. Ja, Annette Locher fragt, Quelle für die Toxizität der Roteiche, steht auf jeden Fall im Waldwissen, können wir nochmal, also ich habe die schon. Das habe ich der Annette schon gesagt, Annette sagt, die hat das Buch schon längst okay. Genau, dann noch nicht gelesen. Genau, okay, Annette, dann viel Spaß beim Fleisch zugehört. weil die Roteiche steht ja auch, oder ist zumindest vom Bundesamt für Naturschutz auch als invasiv eingestuft, ne? Ja. Das sollte man auch im Hinterkopf haben. Sollte man neue Nutzwälder verbieten, beziehungsweise die vorhandenen schützen? Würde ich so nicht sagen, grundsätzlich. Ja. Also wir brauchen definitiv mehr Schutzgebiete in Deutschland. Wir brauchen größere Schutzgebiete, größere zusammenhängende Schutzgebiete. Und zwar aus mehreren Gründen. Einmal, weil wir eine globale Verantwortung dafür haben. Wir liegen hier im Hauptverbreitungsgebiet von Rotbuchenwäldern. Dafür tragen wir eine Verantwortung. Genauso wie, ich sag mal, Amazonas-Länder wie Brasilien zum Beispiel hat auch eine Verantwortung für ihren Regenwald. Genauso haben wir das für unsere Rotbuchenwälder. Und der andere Punkt ist, wir brauchen ja Referenzflächen. Das heißt, wir brauchen Flächen, von denen wir lernen können, von denen wir wissen, okay, gut, so wäre es, wenn wir nicht eingreifen. Ne? Das heißt, da kann man ganz viel draus ziehen, ob die Bewirtschaftung, die man durchführt, wirklich wichtiger ist oder richtiger oder besser ist als das, was die Natur machen würde. Ne? Dafür muss man einfach große Schutzgebiete haben. Aber nichtsdestotrotz braucht man natürlich auch Waldflächen, die man nutzen kann. Steht außer Frage, Holz kann genutzt werden.
Die Frage ist nur, wie viel zukünftig. Genau, und der Punkt ist, es gibt eine Binsenweisheit, ohne Wald kein Holz. Ne? Und deswegen muss nicht der Bedarf im Vordergrund stehen, was brauchen wir, sondern was kann der Wald liefern. Und ein natürlicher Wald, also es geht ne, bei uns, aber deswegen ist die Frage gut, geht es eigentlich darum zu sagen, lass den Wald doch selber machen und immer dann, wenn wir etwas vom Wald brauchen, dann können wir gucken, wie viel dürfen wir rausnehmen, ohne ihn zu stark zu schädigen. Und ein intakter Wald ist im Sommer halt feuchter, das heißt, da wächst mehr Holz nach, die Holzqualitäten werden besser, also wenn man es nur mal unter holzwirtschaftlichen Aspekten sieht. Ne? Ja, ich, okay, halten Sie Baumhasel für nicht heimisch. Also Baumhasel ist nicht heimisch. Wie schädlich das ist, wird sich rausstellen. Ich glaube, bei Baumhasel gibt es aber auch die ersten Schädlinge, die schon auffressen. Ne? Also das sind ja, dann weiß man noch gar nicht, was passiert hier eigentlich damit. Und nochmal, das ist, also die Frage ist ja berechtigt. Aber wenn man sagt, wir haben hier ein funktionierendes, resilientes Ökosystem. Ne? Das haben wir. Ne? Das sind die heimischen alten Laubwälder. Wir haben ein funktionierendes, resilientes Ökosystem und wir versuchen immer zu überlegen, kann man das nicht ersetzen durch was anderes, was schlechter ist? Vielleicht etwas, was weniger schlechter ist als das ganz Schlechte, was gerade kaputt geht. Da denke ich immer, wir haben nicht die Zeit. Also ich würde keine Experimente damit machen. Wir können zum Beispiel auch Kokospalmen pflanzen. Also das soll sich jetzt nicht ironisch anhören, aber da sieht man es deutlicher. Und sagen, vielleicht, es wird jetzt wärmer, überleben die doch den Winter. Und dann könnten wir auch in Deutschland Kokosnüsse ernten. Das wird nicht so schnell nicht klappen. Logisch, das ist auch vollkommen klar. Bei der Baumhasel ist das nicht ganz so eindeutig. Aber wir wissen es nicht. Und das Einzige, was wir wissen, ist, das heimische Ökosystem hat es voll drauf. Ja, ich würde das gerne, also wir können noch kurz, ich würde sagen, wir gehen jetzt auf zwei Kommentare ein. Einmal Dauerwald und einmal die Eibe. Willst du erst zur Eibe und dann zum Dauerwald was sagen? Also die Eibe, heimische Baumart, habe übrigens, warum ist die Eibe so verschwunden aus deutschen Wäldern? Unter anderem wegen englischen Bogenschützen. Die langen Bogen, die hat man aus Eibenholz gemacht. Das haben die Bayern übrigens schon in großen Mengen nach England geliefert, was ja dazu geführt hat, dass die Franzosen eins auf die Deckel gekriegt haben. Was waren das für ein, ich glaube, 1300 irgendwas. Erste große Schlacht. Ja, aber das hat wirklich was damit zu tun, dass es bei uns so wenig Eiben gibt. Und dann natürlich, Eiben sind extrem giftig für Pferde. Dann hat man die auch nochmal beseitigt. Ja, die gehören in vielen Wäldern oder gehörten dazu. Heute sieht man sie interessanterweise in vielen Innenstädten als Hecke, wo man sagt, nee, also eigentlich gehören die in den Wald. Andersrum wäre besser, gesünder wahrscheinlich. Und dann haben wir Dauerwald. Dauerwald ist ein blöder Begriff, ich kann es nicht anders sagen. Ist grundsätzlich nicht schlecht. Also der Begriff stammt ja von Alfred Möller. Das war ein super toller Forstwissenschaftler. Und eigentlich ist es ein ganz toller Begriff. Dauerwald. Alfred Möller, nur kurz zeitlich einordnen. Sorry, genau. Alfred Möller gestorben 1922, weggemobbt, als war toller, toller Forstwissenschaftler, Direktor der Hochschule Eberswalde. Bis dato hatte man dort eine ganz, ganz tolle Art der Forstwirtschaft gelehrt und dann ist er weggemobbt worden und daraufhin leider verstorben. Und seitdem wird Forstwirtschaft halt wirklich gelehrt wie Landwirtschaft. Dauerwald heißt einfach nur, da ist dauernd Wald. Also das heißt, ich habe einen alten Buchenbestand, den lichte ich stark auf, da kommt Naturverjüngung, kniehoch und dann hacke ich alles ab und dann stehen ja da kniehohe Bäume, also ist es kein Kahlschlag, also ist es Dauerwald. So hat Alfred Möller das nicht gemeint. Der hat das so gemeint, dass man den Wald erhält als Organismus und zwar mit großen alten Bäumen, auch mit Totholz und vorsichtig hier und da einen rauszieht. Aber man sieht, den Begriff kann man auch missbrauchen und der wird auch gerne missbraucht. Also, aber trotzdem, im Ursprung ist es ein guter Begriff und wenn es so bewirtschaftet wird, der Wald, wie Alfred Möller das initiiert hat, das schon vor über 100 Jahren, dann ist das eine tolle Sache. Dann würde ich sagen, können wir mal kurz zum Abschluss nochmal was zusammenfassen, oder? Also grundsätzlich, ja. Die Frage war ja, brauchen wir neue Baumarten, die klimastabil sind? Das würde ich ganz klar verneinen. Ja. Vielleicht sollen wir nochmal die Gründe zusammenfassen. Ja, Gründe sind Roulette, russisch Roulette. Wir wissen nicht, was daraus passiert. Und die Baumarten, die eingeführt werden, sind ja überwiegend überhaupt nicht wärmeliebender. Also ich erinnere an Douglasie großflächig, ich erinnere an Zeder. Zeder haben wir vergessen, Libanon-Zeder, wo kommt die vor? Hochlagen oberhalb 1000 Meter, besonders schneereich. Lärche, haben wir gesehen, alpine Baumart. Man sagt, Leute, was macht ihr da? Oder Roteiche, eben toxisches Bodenleben. Also man sollte nicht experimentieren mit Zehntausenden, wenn nicht gar Hunderttausenden von Arten, die im Boden leben und die dann leider alle elendig nicht verrecken und dann den Bäumen auch nicht mehr helfen können. Also fremde Baumarten bitte nicht. Genau. Und wir haben grundsätzlich, das ist ja auch der Bericht, den wir ganz am Anfang gezeigt haben, ist die Empfehlung, wenn man einen Wald, also zumindest meine Empfehlung, deine Empfehlung kann davon ja abweichen, wenn man
zum Beispiel eine abgestorbene Fläche hat, möglichst viel Biomasse vor Ort liegen lassen. Das ist das Allerwichtigste. Und dann abwarten, was kommt. Ne? Laut Bundeswaldgesetz ist man ohnehin als Waldbesitzender dazu verpflichtet, wieder aufzuforsten. Das heißt, da muss wieder Wald kommen. Und dann wäre meine Empfehlung, die ersten Jahre abwarten, was die Natur da bringt. Und wenn da natürliche Verjüngung sich einstellt, das heißt, wenn da wieder Bäume wachsen, die sich dann natürlich ausgesät haben, dann ist alles super. Dann lässt man die da auch wachsen. Da bildet sich nämlich gerade ein neues, resilienteres Ökosystem. Und wenn man nichts kommt, dann kann man nachhelfen mit heimischen Baumarten, aber das wäre die weniger gute Option in dem Fall. Und wichtig, standortheimisch. Also es nützt nichts, wenn diese Baumart, ich sag mal, in Bayern vorkommt und ich sage, okay, dann kann ich die auch in Schleswig-Holstein pflanzen. Ne? Also Weißtanne zum Beispiel, weiß ich gar nicht, ist glaube ich noch gar nicht bis Schleswig-Holstein vorgedrungen da seit der Eiszeit. Müsste man aber nochmal nachgucken. Es geht nur ums Prinzip. Also auch Buche passt nicht überall. Zum Beispiel in nasse, sumpfige Stellen, da muss dann eben Erle hin, wenn da nichts kommt. Also muss man sehr differenziert schauen, was könnte denn Natur hier vorgesehen haben, wohlwissend, dass es nur eine grobe Schätzung ist und dass der erste gepflanzte Wald ein Initialwald ist, der hilft, dass die Natur dort wieder selber das Ruder übernimmt. Und auch wenn da Fichte vorher stand, kann es natürlich sein, dass auch Fichte wieder mit reinkommt. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, man kann ja froh sein über alles, was dann da auch wächst. Das heißt, wenn die Fichte sich da trotzdem noch halbwegs wohlfühlt, dann nimmt man die mit. Und wenn die dann wieder abstirbt, dann macht die halt Platz für die anderen Bäume, die damit hochgekommen sind. Also es ist gar kein Nachteil, würde ich sagen, oder? Nee. Und im Moment ist die Wiederaufforstung, ne, die Wiederbewaldung, sagen wir mal besser, immer mit Blick auf Holzproduktion. Aber Wald produziert ja auch Grundwasser, Wald produziert Kühle, Wald produziert Wolken und so weiter. Also, und in dem Sinne ist auch Holunder hochproduktiv. Also wenn erstmal für 5 oder 10 Jahre Holunder kommt, meine Güte, dann kommt eben erstmal Holunder. Und dann würde man sagen, hey, aber die Waldentwicklung kommt nicht in Gang. Doch, aber eben nicht die Holzentwicklung. Die kann sich dann schon mal ein bisschen verzögern, ist aber nicht schlimm. Das Wichtige ist ja, Thema Klimaresilienz, wir müssen die Hitze von den Flächen wegbringen, wir müssen die Trockenheit von den Flächen wegbringen. Und da hilft alles, was grün ist, auch Fichten, genau wie du sagst. Deswegen würden wir gar keine Fichten verteufeln, die da mitwachsen. Die, wenn die da nicht hinpassen, werden sie absterben. Und wenn sie da mitwachsen, noch 30, 40, 50 Jahre, dann kann man sie dann immer noch als Bauholz oder sonst irgendwas ernten. Haben wir übrigens gar nichts dagegen. Ne? Also nochmal, Waldwirtschaft ist auch Gesundheitswirtschaft, ne? Emotional. Ihr bewegt euch da beim Wandern durch, ihr holt euch, ihr entspannt euch. Schutz vor zu großer Hitze, vor zu großer Trockenheit und eben auch eine deutlich verringerte, aber immer noch mögliche Holznutzung. Und deswegen, wenn da ein paar Fichten mitwachsen, gut, dann halt später wieder raus. Ist gar kein Thema. Genau. Und wenn ihr noch so Informationen zum Thema Aufforstungsprojekte haben wollt, guckt euch gerne unser Video dazu an. Da findet ihr auch nochmal Informationen für Aufforstungsprojekte, was man unterstützen kann, was man da nicht unterstützen kann. Ich kann schon mal spoilern, die meisten Projekte sind nicht unterstützenswert, aber dafür haben wir auch einen Schnelltest auf der Website. Ich würde sagen, wir gehen jetzt so langsam in den Feierabend. Wenn euch der Stream gefallen hat, könnte, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, nochmal einen Daumen nach oben zu geben. Dann freuen wir uns auf jeden Fall sehr. Das hilft uns ein bisschen für den YouTube-Algorithmus, damit noch mehr Menschen von diesem Video erreicht werden können oder von den Videos grundsätzlich, die wir produzieren. Das ist für uns immer so ein kleiner Support, der, glaube ich, keinem wehtut. Und oder Kanal abonnieren. Oder ja, Kanal, genau, Kanal abonnieren sowieso. Ich dachte, ihr habt schon alle unseren Kanal abonniert. Oder kommt in der Waldakademie mal vorbei. Ne? Also wird uns natürlich auch freuen, wenn wir uns hier mal sehen, wie auch immer. Genau, die Frage kam nämlich auch eben auf. Also die Waldakademie ist unter der Woche immer besetzt. Das heißt, ihr könnt unter der Woche jederzeit vorbeikommen. Ist jetzt nicht die Garantie, dass du da bist. Ist auch nicht die Garantie, dass ich da bin. Aber irgendjemand ist immer hier. Und genau, da könnt ihr auf jeden Fall vorbeikommen. Ja. Und jetzt würde ich sagen, genau, in 2 Wochen, wir können nochmal den Termin nennen. Ich suche nochmal genau, flott raus. Ich glaube, oh je. Und dann würde ich sagen, wenn ihr da Lust drauf habt, können wir ein bisschen über das Thema Holzverbrauch sprechen. Holzverwendung, Holzverbrauch, 29. Bauen mit Holz. 29. Thema, würde ich sagen, steht dann jetzt. Ja, genau. Bauen mit Holz oder Holzverbrauch grundsätzlich in Deutschland. Und dann wünschen wir euch noch schöne, jetzt kommen ja wieder warme Sommermonate. Und ja, genießt die nächsten 2 Wochen. Schön, dass ihr dabei wart. Also wie uns macht das riesig Spaß mit euch, muss man mal ganz klar sagen. Also schön, dass ihr dabei wart. Das ist für uns auch eine ganz, ganz tolle Motivation. Dankeschön. Vielen Dank.